Und damit herzlich willkommen zu einem neueren Video. Heute spielen wir Stormworks. Warum spielen wir wieder Stormworks? Ja, ich habe ja versprochen in der letzten Videobeschreibung, dass ich hier nochmal das nächste Video, dieses 2.0 Video, hochlade, weil mir wurde ja der Ton die letzten 5 Minuten weggeschnitten durch ein dummes Windows-Update. Und ja, jetzt recorde ich das einfach mal wieder neu und ich würde mal kurz sagen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, war der Motor und haben eine Luke gebaut, haben das verschoben, den, wie gesagt, hier nochmal den Motor, dann habe ich die Ruder verschoben und ja, jetzt würde ich sagen, bauen wir die Brücke. Ich will so eine Art Brücke bauen mit so einem Windschild, also mit so einem Regenschild, damit nichts ins Gesicht kommt und sowas, wenn man schnell fährt, weil es soll ja ein Speedboot werden. Also bauen wir jetzt hier mal das Dings, wir nehmen uns dann einen Helm für unsere Steuerung, platzieren den so. Jetzt müssen wir genau. Jetzt will ich hier die Blöcke nehmen. Dann habe ich hier die anderen Blöcke. Platziere die nach da. So. Ja. Da, weil das ja ein Schnellboot ist, wird das bestimmt mit Wasser in Verbindung sein. Bauen wir. Lass mich diese Scheiße da bauen. Endlich, denke, meine Güte. So, jetzt bauen wir das nicht so lang. Ich möchte das genauso lang haben. Nee, warte mal. Hier noch die 3 und jetzt noch. Naja. Noch die Reihe weg. Die Kanten runde ich jetzt damit ab. Ihr müsst es nicht machen, wenn es euch dieser Kastenlook gefällt. Aber mir gefällt es, wenn es abgerundet ist. Gut. Und dann machen wir das noch auf der anderen Seite. Perfekt. Wir nehmen uns ein Fenster, genau. Dann platzieren wir das Fenster. Ah, nee, vielleicht nicht. Ich will ein größeres Fenster. Ich nehme das 3x3. Das packe ich dann dahin. Und jetzt würde ich da noch eins. Ah, Mann, ich brauche Hilfsblöcke. Ziehe eine Reihe hin. Dann drehe ich das Fenster. Dann place ich das noch da und da noch eins und hier reicht es dann wieder nicht. Nehmen wir da ein Zweierfenster. Ist das schon zu groß? Nee, das passt. Gut, jetzt brauchen wir es für die Kanten. Das vielleicht. Nee, das ist viel zu lang. Sowas. Sieht actually ganz okay aus. Aber wie placen wir das so, dass das gut aussieht? Ja, so drehen. Nee, so nicht. So, und dann place ich dann 2er hin nochmal. Passt schon. Auf. Ja, komm, ey, ich hasse dieses Drehsystem manchmal. Und jetzt, warte, welches war es denn jetzt hier so? Genau. Das sieht gut aus. Und es ist nicht connected, oder? Oh mein Gott. Okay, suchen wir ein anderes raus. Wir brauchen eins, was connected ist. Das sieht recht okay aus, aber es ist immer noch falsch rum. Löschen wir das weg. Aber auf die Seite kann ich das sofort platzieren. Muss ich nicht noch drehen. Aber wenn wir das nach unten machen, könnte das besser sein. Ja, so. So ungefähr. Ja.
bisschen drehen, ja, jetzt. Jetzt gefällt mir das auch. Placen wir hier das noch zurück. Nee, egal, dafür, da überlege ich mir noch was. Ja, das, ja, perfekt. Die Fenster sind wieder da. Jetzt brauchen wir nur noch was für die Seite. Lass uns einen 2x2 Probably. Ja, genau. So, jetzt. Was ist das für ein Teil überhaupt? Mal sehen, was uns da hilft. Ein Window? Diamond. Was ist denn Diamond? Wie hässlich ist das? Oh nee, ey. Das kommt weg. Gut, wir brauchen. Diese Diamond-Sachen sind echt hässlich. Wir brauchen irgendwas, was dazu passt, zu dem, was ich hier baue. Denn wenn ich nichts finde, was da dazu das passt. So, jetzt klatschen wir das hin, dass ein Dach brauchen wir ja nicht. Denn so Speedboote haben auch kein Dach, die haben nur das zum Abfangen. Placen wir hier noch das 2x2, das habe ich jetzt. Gibt es nicht vielleicht so ein 2x2, so ein 2x2? So eins, wo ich nicht das so einzeln placen muss, vielleicht. Schon wieder Diamond. Das ist schon zu viel. Das vielleicht hin. Maybe. Nee. Das kann weg. So, noch andere. Oh nee, das war falsch schon. So, drehen wir das noch. Jetzt wollen wir ein Display holen, denn dieses Display brauchen wir, da wir uns ja ein paar Motorinformationen anzeigen lassen wollen. Also geben wir jetzt Display ein, nehmen uns das 1x1, dann brauchen wir ein, also dieses Display. Erspart uns diese Dials. Und ja, dann suche ich jetzt mal ein Throttle. Wo ist er denn? Ich hab mich vertippt. So, Throttle. Klatschen den hier hin. Dann suchen wir uns ein, also wir können den Key jetzt holen, also so ein Key, okay, nee, Key platzieren das. Warum habe ich denn noch ein Loch gemacht? Was kommt da noch hin? Eigentlich nichts. Also gut, dann würde ich mal sagen, oh nein, das. Naja, ihr wisst ja, dass die Aufnahme hat ja 5 Minuten Sachen weggekartet, das war noch von vorhin. Egal. Packen wir das. Das noch dahin. Das. Die beiden sind irgendwie nicht mit Strom verbunden, egal. Das alles mit Strom. Jetzt brauchen wir Starter. Den Toggle-Button brauche ich noch. Ja, stimmt. Fürs Starten und für die Kühlung. Also nicht fürs Starten des Motors, sondern fürs Starten des Displays. Ich schließe das hier immer an das Display an. Wie soll ich das erklären? Der Button muss ja dauerhaft an sein, wegen der Kühlung. Dann erstmal aktiviere ich aber den Starter. Und weil die ja dauerhaft an sein müssen, damit der Motor gekühlt wird, kann ich somit auch das dann
halt mit meinem Display verbinden, damit das auch dauerhaft an ist. Habe ich ja gerade den Vorteil von gehört. So, jetzt schließt das da an. Guck, da haben wir jetzt die Fans noch dran. Dann kann ich auch gleichzeitig das Display jetzt anmachen. Dann kann ich die Kühlung und die Displays an. Man kann es auch mit dem Constant On-Button machen, dann erspare ich mir den Toggle-Button, aber ich mag es lieber mit einem Knopf, aber ich zeige es euch mal trotzdem. Ich gebe mal hier Constant ein, jetzt Constant On-Signal, dann platziere ich das hier. Jetzt muss ich einfach nur alles verbinden, den und mein Display. So, alles ist angeschlossen, jetzt ist das dauerhaft an. Ich möchte es aber nicht, also möchte ich es wieder weg und schließe wieder alles an. Das noch da und das, so. Alles fertig. Jetzt brauchen wir die Logik. Es fehlt hier noch hier Inputs, so Video-Inputs und sowas. Das geht ganz einfach. Ich habe so ein Logikteil schon aus dem Workshop runtergeladen. Ich suche den Link mal raus und packe ihn in die Videobeschreibung. So, platzieren wir das erstmal und ihr seht ja, das hat ein paar Anschlüsse. Und zwar kann ich dann alles damit anschließen und mit meinem Display und dann kriege ich das alles raus. Dann nehme ich erstmal das Video. Ihr seht hier das Videosignal. Dieses Videosignal kommt in mein Display. Dann brauche ich... Also, ich habe hier zwei Motoren. Also möchte ich zwei Motoren anschließen. Jetzt habe ich ja nur das Display verbunden. Das bedeutet aber für mich, dass... dass beim Display jetzt nichts angezeigt wird. Keine Werte, nur das Grunddelay. Also die Fluids alle, das und ja. Das ist die Brücke, naja, da muss ich mir noch wirklich was überlegen mit den komischen Scheißdingern da. Naja. Erstmal starten. Ihr hört, der Motor startet. Jetzt können wir uns... Also, jetzt können wir hier den Throttle hoch machen. Aber das mache ich noch nicht. Ihr seht ja, es geht ein bisschen voraus. Weil der Motor immer ein bisschen Pump gibt. Und ja, das geht jetzt schnell. Jetzt will ich das mit dem Display zeigen. Aber mir fällt gerade auf, meine Lenkung fehlt, weil ich den Helm neu platziert habe. Naja. Also, wir sehen jetzt hier. Das ist meine Horsepower, das Fuel, die Batterie und die Temperature. Also meine Geschwindigkeit, meine Tankanzeige, meine Batterie und meine Temperatur. Da kann ich einfach alles anzeigen lassen. Jetzt nehmen wir das Ding aber erstmal wieder zurück zur Werkbank. Gehen in die Werkbank und jetzt möchte ich alles anschließen. Dann mache ich schnell noch das hier, das Ruder. Hier. Jetzt drehe ich ja mal kurz das Ruder, aber dann mache ich einen kurzen Cut. So, jetzt beende ich an dem Punkt angekommen. Machen wir ganz einfach einen Adblock, weil ich ja zwei Motoren habe, muss ich jeweils zwei Informationen einspeisen. Deswegen wird auch der Wert etwas höher sein als normal. Müsst ihr euch immer denken, also halt, müsst ihr halt immer gucken. Wir sehen hier, wir haben 5 Anschlüsse. Speed ist dasselbe wie RPS hier.
Und dann haben wir Fuel, Batterie und Temperature, wie wir es schon auf dem Display gesehen haben. Jetzt haben wir hier 4. Ich würde erstmal sagen, wir schließen der. Naja, was schließen wir als erstes an? Ich würde sagen, die Temperature. Dann machen wir das auf AB. Das ist nämlich die Ausgabe von beiden. Jetzt nehme ich die Angabe A, nehme die Angabe und schließe sie mir hier an Temperature, an den ersten Motor, nehme die Temperature vom zweiten Motor und schließe das hier an. So, Temperature ist fertig. Nehmen wir das nächste. Das mache ich. Batterie. So, ganz einfach. Dann gehe ich wieder auf die Seite der Batterie, schließe die Batterie an, nehme die andere Batterie und schließe sie auch wieder vorher an. Jetzt nehme ich die RPS. Es ist dann A. Das schließe ich an meine RPS hier. Dann schließe ich das hier an meine RPS. Das. Oh. Warte. Ich bin sehr, sehr verwirrt, was ich gerade gemacht habe. Also. Ich lass mich kurz einen Überblick holen. Das kommt an RPS. Da den Input in RPS. Und den Input kommt in RPS hier. Und jetzt, ja, jetzt haben wir es. Was ist das für eine Linie? Ist auch RPS. Mal. Stimmt das? Ja, ist er wirklich RPS? Warum ist das ab? Also, egal. Ich habe jetzt herausgefunden, was mein Fehler war. Wir haben jetzt hier Fuel. Das Fuel packen wir nach da. Also, warte. Also mein Speed, ja, mein Fuel hier. Und, oh ja. Mann, ich habe schon wieder vergessen, ich muss es nur an Speed anbinden hier. Das ist nämlich genau dasselbe. Jetzt nehmen wir uns das Fuel, also RPS ist wie immer gesagt die Drehzahl und Speed ist halt das, was der Motor insgesamt ausgibt und das ist dann das Ergebnis, was wir haben wollen. Also verbinden wir das mit Fuel. Gehen auf den Tank, gehen dann auf den nächsten Tank und schließen das hier an. So, fertig. Jetzt speichern wir das Ganze ab und spawnen. Jetzt haben wir hier unser Boot. Funktioniert alles. Und das beim Display seht ihr, die Batterie ist voll. Das springt irgendwie mit mir den Rahmen durch, weil ich ja zwei Batterien angeschlossen habe und die Batterien sind halt sehr, sehr, sage ich mal, die produzieren schon viel. Also gut, dann haben wir unser Fuel, unseren Temperature noch. Das Fuel ist etwas low. Das zeigt, dass ich zu wenig habe eigentlich für meinen Motor. Aber das reicht uns bis jetzt. Ich kann ja immer noch Fuel immer ran machen. So, die Horsepower steigt und meine Temperatur steigt. Sobald die bei euch in den roten Bereich geht, das ist kein Problem. Ich zapfe ja zwei Stück an, also zwei komische Dinger da. Wie soll ich das sagen? Ich schließe zwei Motoren an. Diese beiden Motoren müssen beide, also fügen beide ihre Sachen dazu. Deswegen überhitzt keiner von denen wirklich. Also müssen halt. Ihr müsst halt nur drauf achten. Und ich merke gerade, meine Ruder sind invertiert. Das gefällt mir nicht. Das sollten wir umstellen. Aber es ist alles noch im grünen Bereich. Es geht sogar gar nicht mal auf Rot. Bei dem daher. So, das. Oh, nee, das wollte ich nicht. Ich habe jetzt endlich mal die Linie da gelöscht.
Das hat mich jetzt schon seit längerem gestört. Gut, machen wir erstmal das Ruder. Da cutte ich jetzt aber schnell, weil das Video jetzt langsam auch schon viel zu lang geht. Also, ich würde mal sagen, das war's jetzt mit dem Video fürs Erste. Das sind jetzt 22 Minuten ungefähr Rohmaterial, was ich jetzt hier aufgenommen habe. Das reicht so langsam. Ich cutte das wahrscheinlich zusammen. Und die Leute, die bis hierhin geguckt haben, vielen Dank. Ihr habt echt eine große Aufmerksamkeitsspanne. Und ich würde jetzt sagen, ich beende das Video. Wie gesagt, das Special kommt dann noch. Ich mache jetzt hier noch kurz die Rohre ein bisschen anders. Aber eigentlich war nichts, was ich jetzt im nächsten Video noch... Also ich werde das noch im nächsten Video ändern. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und cheerio, ciao.